brummt nicht so laut. Hier wollen Leute schlafen. Nein, wollen sie nicht. Ja, das zum Beispiel übersehe ich einfach mal so, ne? Aber ist ja scheißegal. Wir haben 2 Runen, damit will ich mir noch nichts kaufen. Schattengang. Ich hätte gerne eine neue Fähigkeit, um ehrlich zu sein. Aber welche würde sich da anbieten? Doppelgänger. Mesmerisieren. Domino. Das ist doch ganz interessant. Schattengang. Rattenschatten. Bewege dich in einer schlechter sichtbaren Gestalt durch Rattentunnel. Aha, dann können wir die also auch nutzen. Ich wäre dennoch für das hier. Da können wir 2, da 3 und da 4 binden. Quartett. Ja, gut, okay, vielleicht holen wir das später. Vielleicht nehmen wir erst das hier. Was ist das? Verwirrter Schatten. Dein Doppelgänger verwirrt deine Gegner, während er verschwindet. Tödlicher Schatten. Beschwöre einen Doppelgänger von dir, der Gegner bekämpfen und töten kann, wenn er unentdeckt ist. Tausche Platz mit deinem beschworenen Doppelgänger. Ja. Doppelgänger Schatten. Beschwöre 2 Doppelgänger, die unabhängig voneinander agieren. Ach was. Auch voll geil. Brauche ich nicht. Oh, ich bin tatsächlich etwas müde. Ich entschuldige mich dafür. Was wollte ich jetzt? Das Herz wollte ich ausrüsten. Warum zeigt sie mir die Rune an, aber die hier nicht? Nur mal so doof gefragt. Ja, das ist wohl wahr. Nervtötendes Ziel. Gegner lassen manchmal Granaten und geworfene Trümmer fallen. Ja, aber jetzt nicht unbedingt. Was gibt's da noch? Rune. Noch mehr Rune. Knochenartefakt. Rune. Ja, sonst probiere ich gleich einfach mal andere Wege. Aha, habe ich wohl übersehen. Nö. Habe ich nicht. Da waren wir einfach nur noch nicht. Aber wie soll ich da hinkommen? Oh, ich habe ein... Ach was. Ist kein Bug, ist ein Feature. Von hier aus komme ich hier nicht hin, ne? Nee. Ja gut. Gehen wir mal einfach weiter. Wir könnten natürlich einen Trick anwenden. Ja. Ich habe das nicht ausgewählt. Wir gehen diesen Weg. Ganz einfach.
Und schauen gleich nochmal, wo die Artefakte und so sind. Wissen, was hier los ist. Warum wir mit zwei Trupps beim Eddermeier sind, um eine einzelne Frau zu beobachten. Tja. Aha, ist das so? Ja, Sir. Okay, hier scheint niemand zu sein. So auf den ersten Blick. Ich mach mal das Auge an. Ganz viele Blutfliegen. Rune oder Knochenartefakte in der Nähe? Ja. Hör ich. Aber sehen tue ich es nicht. Wäre ganz toll. So was. Der Wind, ja klar. So wird's gewesen sein. Ich will aber noch gar nicht zu ihrem Büro gehen, sondern ich will noch Runen und alles Mögliche. Ach ja. Okay, da könnte ein Schrein sein, so wie es aussieht. Ja. Yeah. Ich liebe es, wie sich Geschichten verändern, wenn das gesprochene Wort sie schreibt. Unvollkommen. Halb verstanden. Schlecht erinnert. Schon bald wird die Geschichte des Kronmeuchlers verformt und verbogen werden. Wie ein weiches Stück Metall. Mal ein Monster zum Abschluss freigegeben. Dann ein Opfer vom Verrat. Verschont, weil es einen anderen Weg gab. Doch du erinnerst dich an die Wahrheit, nicht wahr? Deine Wahrheit. Okay. Ja, gut. Wir haben 4 Runen. Verbesserte Nachtsicht durch ins Objekt und Sicherheitssysteme durch Wände hindurch. Nö. Ja, brauche ich jetzt auch nicht gerade unbedingt. Was ist hier? Was kann ich hier? Weitreichend, ziehe dich schnell über eine gewisse Distanz. Verlangsamung, aha. Ziehe Gegner zu dir und töte sie oder setze sie außer Gefecht, während du in der Luft bist. Nicht heimlich. Ja. Gut, du das nicht heimlich, muss auch gar nicht sein, aber... Pff, ja. So, die Schattengestalt. Mit 4 Runen kann ich mir eine neue Fähigkeit erwerben. Warum eigentlich nicht? Ich mach mal das mit dem Doppelgänger. Das klingt nämlich ziemlich interessant. Doppelgänger. Beschwöre einen Schatten von dir, der Gegner anlockt. Klar. Ich würde es auch gerne mal ausprobieren. Aber noch nicht jetzt. Ich will erst... Ja, klar. Nehmen wir mal mit, ne? So, da ist auch wieder eine Leiche von gestern. Ja. Wo sind wir hier?
Da ist noch eine Rune, da ist noch ein Knochenartefakt, da unten ist noch eine Rune. Ich verstehe es. Da war doch niemand. Sie sorgen dafür, dass sie bleibt, wo sie hingehört. Ja. Aisha darf das Adamal nicht verlassen. Denken Sie dran. Ja. Wo ist es denn? Oh. Wenn der Wachturm erledigt ist, kann Megan mich aufsammeln. Ich schau mich hier um. Ach, der. Den kennen wir doch irgendwo, ja? Können wir da nicht... Nee, der ist natürlich gesichert. Und es ist natürlich wieder genau derselbe wie in Dishonored 1. Also derselbe nicht, aber der gleiche. So. Ja, toll. Und jetzt bin ich etwas... Hallo. Okay, da können wir rein. Hm. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt... Nee, wir müssen dann schon wieder weg hier kommen. Ist klar. Runen 1 hat es mir doch gar nicht angezeigt vorhin. Da oben ist noch ein Knochenartefakt. Toll, ja klar. Natürlich, natürlich. Fortsetzen, ja bitte. Klar. Ist klar. Hab verstanden. Okay, wir müssen da etwas, wie nennt man das? Behutsamer vorgehen, etwas bedachter, etwas... Vorsichtiger. Ja, so zum Beispiel. Hallo? Probieren wir es doch mal so. Ja, so zum Beispiel. Ach, guck mal einen an. Aha, schwarzes Knochenartefakt. Rohrkrepierer. Da wollte ich gerade runterspringen. Ganz toll gemacht. Ganz toll. So. Sind wir wieder hier drin? Grabbeln wir das Zeugs weg. Oh. Ganz toll. Okay. Nein, ich wollte nicht. Na gut. Dann gehen wir mal hier rein. Oha. Fuck. Mhm. Okay, was machen wir?
Die Wettervorhersage verspricht uns morgen einen sonnigen Tag. Daher bitten wir Sie, die Patienten ohne Termin für eine Luminotherapie auf die Terrasse zu bringen. Falls nötig, verwenden Sie Rollstühle. Wir haben nicht genug Moir-Bräunungsboxen und so teuer wie sie sind, werden wir so bald auch keine neuen erhalten. Die Defekten werden leider auch nicht repariert, also lassen wir unsere Patienten stattdessen etwas echtes Sonnenlicht genießen, Dr. Vesco. Ja. Wo ist unsere Welt nur hingekommen, wenn wir Sonnenlicht simulieren müssen, wenn wir auch nach draußen gehen könnten? Brummt nicht so laut! Hier wollen Leute schlafen! Nein, wollen sie nicht. So, verpisset euch. Ihr seid ja immer noch da. Hallo? So, weg mit den Blutfliegen. Hallo? Wo flattert's noch? Kann man das anschauen, wenn man... Oh. Verreckt! Nebenraum, aha. Erat-Dice. Super. Es ist echt so ekelhaft. Ach, da waren wir. Okay, gucken wir uns weiter um. Ein bisschen Spaß muss sein. Da, 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 da. Oh, oh. Wie viele Ladungen hat das Teil? Nicht drei, glaube ich. Siehst du irgendwas? Zeig mal her. Ist zu weit weg. So. Scheiße nochmal. Ja, würde ich auch so sagen, ne? Scheiße nochmal trifft's ziemlich gut. Natürlich. Was erwartest du von mir? Was zum... Halt! Ich krieg dich schon! Nimm das! Was? Hey. Warum werde ich denn beworfen? Worauf ich warte? Ehrlich gesagt, dass ich den hier dumpen kann. Und dann bin ich weg, mein Lieber. Oder ist noch einer? Guck mal einer an. Schau mal. So,
bringen wir dich hin? Nee, darunter nicht. Das wäre gemein. So, was haben wir denn hier noch? Ich möchte noch mehr von dem Runen-Knochen-Artefakt-Zeugs-Gedöns. Das ist alles unten. Na gut, da werde ich mich nachher drum kümmern. Ich gehe jetzt erstmal. Es ist so nah. Dr. Alexandria Hypatia ist heute nicht im Büro. Sie arbeitet im abgeschlossenen Auditorium der Rekuperation. Sie will nicht gestört werden. Für dringende Fälle hinterlasse ich Dr. Hypatias Schlüssel in ihrem Büro. Noch etwas. Der Hausmeister Hamilton hat in der Krankenabteilung zu bleiben, bis ich ihn verhört und über sein Schicksal entschieden habe. Wir haben ihn im kleinen Gewächshaus eingesperrt. Niemand darf mit ihm sprechen oder gar diesen Raum betreten. Ich hoffe, das hat jeder verstanden. Hauptmann Ramirez. Okay, Mister. Kriegen wir die Hypatia überhaupt zu Gesicht? Leitende Alchemistin Alexandria Hypatia, ich schreibe Ihnen, da ich Sie dank eines neuen herzoglichen Einlasses, die derzeit wegen Regen auf der Stadt herabprasseln. Wie Regen. Oh mein Gott, es ist so spät, ich kann nicht mehr lesen. Kann ich sonst auch nicht, aber ich benutze das gerne als Ausrede. Nicht persönlich sehen darf, aber ich komme gleich zum Punkt. Welche Fortschritte haben Sie mit dem letzten Erregerstamm des Blutfliegenfiebers erzielt? Gibt es Hoffnung auf eine verbesserte Form der Ademeyer-Tinktur? Ich rede von einem Heilmittel, das das Fieber kurieren könnte, statt nur dessen Symptome zu verzögern. Aber war eines ihrer Heilmittel wirksam? Falls ja, wann wird es den Menschen zur Verfügung stehen? Wie Sie wissen müssen, gehen unsere Elixiervorräte zur Neige und die Menschen müssen sich immer öfter an den Schwarzmarkt wenden, um sie zu schockierenden Preisen zu erstehen. Was sagen Sie zu dieser Situation? Ich freue mich auf Ihre Antwort. Ren Mancini, Kanaka Anzeige. Ja. Durchsuchen Sie das Büro. Ja, du, das hatte ich auch vor. Alexandria Hypatia. Danke. Es war... Ja. Aha. Padilla Birnensprudel. Toll. Ich hätte rund um die Uhr Exekutionspapiere abstempeln sollen. Zu viele Schlangen. Was? Nein, doch, warum? Oh. Meine fabelhafte Alexandria Hypatia. Oder nennen Sie Ihre engsten Freunde Alex. Wie wertvoll Sie doch für mich sind. Für Serkonos. Was würden wir nur ohne eine unserer prominentesten Naturphilosophen tun? Die Sorge um Ihre Sicherheit raubt mir den Schlaf. Was, wenn Sie ein unheilbarer Schuft angreift? Oder sich eine dieser grässlichen Krankheiten, mit denen Sie es zu tun haben, als tödlich erweist. Was sollten wir dann tun? An wen sollten wir uns wenden? Sie verstehen also, warum ich dafür Sorge trage, dass die Garde ein Auge auf ihr Büro im Eddermeier wirft. Zumeist für den Moment. Verzeihen Sie mir zumindest. Als Ihr Herzog erkenne ich Ihren Wert und bin entschlossen, Sie zu beschützen. Mit den wärmsten Grüßen, Luca Abel, warmer Herzog von Serkonos und warmer Bruder. So. Ja. Die Anfälle werden schlimmer und ich habe verstörte Träume.
Huch, das wollte ich zu Ende hören. Die Anfälle werden schlimmer und ich habe verstörte Träume. Selbst die Ruhe weicht mir aus. Herzog Abele wirkte zuerst übermäßig behütend. Aber ich werde immer mehr zur Gefangenen in meinem Labor. Die Soldaten lassen mich in Ruhe. Trotzdem fühle ich mich beobachtet. Wirklich traurig macht mich der Verlust meiner Arbeit. Mir hat die Verbindung zu den Leuten, die mich wirklich brauchen, immer gut getan. Die Arbeiter und ihre Familien. Wenn ich höre, dass ein Fieber ausgebrochen ist oder die Bergleute eine neue Krankheit haben, schmerzt es mich, dass ich nicht bei ihnen sein kann, um ihnen das Leid zu nehmen. Okay. Es scheint doch eine... Wie nennt man das? Rechtschaffende Frau zu sein. Oh. 15 Münzen. So, okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Ich drücke mal auf J. Eliminiere den Kronenmeuchler. Und durchsuche... Ermittle zum Kronenmeuchler. Finde die Rekuperation. Finde Sokolovs Aufenthaltsort. Ah. Ja, das haben wir doch gemacht, oder? Gucken wir nochmal mit dem Auge. Ja, sagt uns super viel. Okay. Huch. Ah, das ist die Gammeloma. Ja, was soll denn hier sein? Da ist doch nichts mehr. Da geht's noch höher. Aha. Oh! Gott! Boah, hab ich mich erschrocken. Pff. Fuck. Melden Sie sich nach Ihrer Patrouille beim Diensthabenden. Hamiltons Schlüssel benötigt. Willst du mich verarschen? Okay, probieren wir mal das hier. Hey, habe ich mich gerade erschreckt. Leck. Okay, schade. Ja klar, jetzt ist die Frage, wie wir da hochkommen. Ich habe das nicht ausgewählt, verdammt. So. Gucken wir mal. So kommen wir auf jeden Fall nicht dahin. Ach was. Ah, so kommen wir da gar nicht hin. Ah, toll. Okay. Oh. Ja, toll. Ich probiere nächstes Mal ein bisschen mehr Gefecht zu bestehen. Das wird dann auch spannender sein. Aber interessant, dass da unten einer steht, den ich nicht sehe.